Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part waren wir nochmal angeln, haben noch ein paar Böhnchen geholt. Und ja, erstmal legen wir das auf. Wir haben auch noch einmal eine Schuppe geholt, nämlich die Silberschuppe. In den Kokiri-Wald müssen wir eh nochmal zurück. Weil da haben wir nämlich noch was im Dekobaum zu tun. Und nochmal bei der Nacht. Obwohl, das machen wir jetzt schnell. Weil wir nicht gerade schön dabei sind, können wir uns ja gleich noch ein Spinnchen holen. Haben wir überhaupt zu Let's Play Beginn Mido geradet? Ja, den Bengel haben wir. Ja, ich spreche mit Absicht wie so das Assi-Kind. Weil Mido ist ein Assi-Kind. Ach, die habe ich ja schon. Vergessen, dass ich den ja schon habe. Halt die Klappe, Navi. Nämlich erst einmal. Können wir uns eh gleich die Freundschaft vom Horrorkind sichern? Wie schon mal. Hi, wie findest du mein Outfit? Ich gebe es zu, es ist nicht besonders aufregend. Ach doch, haben wir schon. Hier waren wir auch schon tätig. Ja, stimmt, da mit Musik haben wir ja schon. Ah, Dr. Alzheimer lässt schon wieder grüßen. Soll nicht wundern, mir hat die Ausrichtung nicht gefallen. Erstmal tauchen. 2, 1. Ja, ist so schön. Jetzt aber raus hier. Das Item da drüben holen wir uns noch. Erstmal Tür auf. Ich würde den Part relativ kurz halten, dass wir dann im nächsten Part komplett... Dass wir uns im nächsten Part dann komplett auf den Tempel konzentrieren können. Truhe, ja, können wir uns auch irgendwann mal holen, wenn wir uns nochmal richtig auf Ganon vorbereiten. Ja, ist bekannt, Zelda Ganon Endboss. So, was hat denn der denn zu melden? Oh, meine liebste, teuerste Prinzessin Uto. Wofür mag sie zu sein? Da mache ich mir solche Sorgen. Dieser Brief. Er ist von Prinzessin Uto. Lasst mich lesen. Sie ist im Bauch von Lord Yabu Yabu. Das ist doch nicht möglich. Lord Yabu Yabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Ruto niemals verspeisen. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Ganondorf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Yabu Yabu etwas sonderbar.
Der Brief scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Rute suchen, wenn ihr mögt. Passiert das Tor hinter mir. Ich behalte diesen Brief. Nehmt ihr die Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Bitte findet meine liebste Prinzessin Ruto, so schnell ihr könnt. Ui. Alter, bist du langsam. Ups. Sorry. Aber das Fläschchen brauchen wir sowieso. Weil Geronimo! Nämlich dafür. So, ein Fisch. Warum soll ich 200 Rubine zahlen, wenn ich ihn für lau haben kann? Stecken. Das kann ich auch jederzeit machen, wenn ich wollen würde, täten tun. Aber wir müssen sowieso erstmal. Wir können uns, beziehungsweise nicht müssen, aber wir können uns eh noch ein Item holen. Anzoras River. Jedes Item, so gut wir können, nehmen wir mit. Wie viel Spinneken haben wir? Wir haben 21 Spinneken. Korrigiere. Halt die Klappe, Navi. Da holen wir uns gleich den nächsten Zauber. Ich werde zwar noch den Dungeon aufmachen, aber dann den Part beenden. Dass wir dann im nächsten Part uns den Dungeon vornehmen können. Wieder eine Federmagie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Faures Furz. Oder Faures Donnersturm. Eher gesagt Faures Donnersturm. Faures Donnersturm. Ein magischer Teleporter, den du mit C einsetzen kannst, nutzen, wenn dir Gefahr droht. Ja, lege ich einen Teleporterpunkt an und rufe ich ihn erneut an, dann knall ich dorthin zurück.
Vergiss nicht, Pharaos Donnersturm kannst du nur in einem Labyrinth einsetzen, indem du ihm auch eine Karte versteckt ist. Alles klar? Und dann halt eben, ich soll mal vorbeikommen, wenn ich mal erschöpft bin. Ist eigentlich eh repetitiv. So. Dann machen wir einen Fisch. Da liegt da der Fisch im Wasser. Den machen wir hier, den machen wir hier, den machen wir hier, den machen wir hier. Mare, Mare, den Fisch, den machen wir hier. Mare, Mare, den Fisch machen wir hier, den machen wir hier, den machen wir hier, den machen wir hier. Lal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 a. Sorry, das Lied hat einfach mal rausgemissen. Das hat einfach mal ausgemissen. Bevor ich nämlich den Part beende. Vielleicht ist ja der Vater von Schlingen King doch Lord Yabu Yabu. Wissen wir es oder wissen wir es nicht? Wir werden es nie erfahren. Und genau hier werde ich speichern und den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch so weit gefallen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.